Hier sind's wieder, eure Filmreporter. Heute sind wir bei der Republika in Berlin. Die Republika ist eine Messe, wie auch die U oder andere Messen. Und ja, hier ist auch ganz schön viel los. Warum bist du hier auf der Republika? Ich finde es immer ganz spannend, so ein paar neue Impulse zu bekommen, neue Ideen zu bekommen, zu hören, was andere machen. Wieso sind Sie denn hier? Ich bin hier, weil man hier mitkriegt, was alles Neues passiert. Man trifft Leute wieder, die man lange Zeit nicht gesehen hat und kriegt mehr Einblick in, was momentan alles passiert. Und das finde ich sehr interessant. Was gefällt Ihnen denn besonders? Ich mag ganz besonders zum einen die Mischung der Talks, dass es sowohl technische Talks gibt als auch politische Talks. Zum anderen mag ich ganz arg die Mischung der Leute, weil sehr kreative Leute dabei sind, aber eben auch Techniker und Technikerinnen. Ich habe hier einen der Gründer getroffen. Da wollte ich ihn mal fragen, wieso haben Sie das denn, die Republika denn hier gegründet? Also wir wollten einen Ort schaffen, für mehrere Tage einen Ort, wo wir mit Gleichgesinnten zusammenkommen, also mit anderen Menschen, die auch so gerne wie wir das Internet als Sender nutzen, die gerne über Blogs, über YouTube, über soziale Medien mit anderen Menschen kommunizieren. Und die gerne darüber diskutieren wollen, was passiert da eigentlich? Warum machen wir das? Haben wir die richtigen Gesetze dafür? Was muss sich ändern? Ist das jetzt gut oder schlecht? Haben Sie sich denn die Veranstaltung so vorgestellt? Nee, also vor 9 Jahren hätten wir uns niemals vorgestellt, dass wir jetzt hier auf einmal ganz viele afrikanische Hacker und Maker haben, die hier aus Elektroschrott neue Sachen zusammenbauen und zeigen, wie innovativ man sein kann, wenn man quasi aus nichts einfach mal kreativ etwas aufbauen kann. Wir treten dann hier auf. Das ist dann unsere Stage, sage ich jetzt mal. Die Zuhörer haben halt Kopfhörer auf. Wir zeigen denen halt so, worum es bei Frau Quinn geht. Schaut einfach zu. Also dann suchen wir Skispringen. Passt gerade ganz gut. So, dann gibt's hier einmal das. Dann gucke ich das mal und da sieht man auch noch mal Bilder. Und ich finde halt auch gut bei Frag Finn, bei Google, da muss man hier immer auf, ist immer nur eine Seite und da kannst du nicht zurückgehen. Und hier öffnet sich halt immer ein neuer Tab, wenn du eine neue Seite bei Frag Finn öffnest. Das finde ich auch gut. Niklas, meine Frage, ist es dir wichtig, dass Bilder auf der Seite zu sehen sind oder sagst du, ich will eher die Infos? Unterschiedlich eigentlich. Manchmal kommt es halt aufs Thema an, ob das wichtig ist, ob ich zu dem Thema jetzt Bilder sehen möchte. Und es gibt halt immer so Themen, da interessiert mich das und es gibt auch Themen, die interessiert mich nicht so. Mich würde nochmal interessieren, wie wichtig dir die Gestaltung dieser Suche ist. Also da oben ist irgendwie so eine Raupe und die hat einen Blumenstrauß und einen Schmetterling. Und wie wichtig ist dir, dass das so aussieht? Hier sieht es einfach schöner aus, farbenfroher bei Google. Und da ist halt immer nur eigentlich schwarz-weiß. Und das finde ich halt einfach nicht schön. Und deswegen gehe ich zu Frag Finn, weil hier ist halt auch noch ein Tierchen, Bilder, das ist halt einfach auch schöner gestaltet und da sind halt auch einfach bessere Sachen, also verständlicher für Kinder. Bei Google ist das meistens so unverständlich mit so Schlaumeier-Wörtern. Mich würde mal interessieren, woran du denn erkennst, wenn eine Seite nicht für Kinder gemacht ist. Also man erkennt den Bildern, weil da sind ja meistens auch blutige Bilder oder andere schlimme Sachen. Daran erkennt man es zum einen Teil, aber auch zum anderen Teil erkennt man es auch einfach, was daran steht. Und da kann man das nicht die ersten 5 Sätze durchlesen, dann weiß man, oh, das ist nicht gut, dann melde ich das mal. Um einen tosenden Applaus für Lara, Niklas und Emily und die Erwachsenen, die sie mitgebracht haben. Ja, wir sind jetzt hier am Ende von Republika. Das war ganz schön hier von der Musik und der Stimmung her. Ja, also wir haben hier viel erlebt. Wir hatten den Gründer von der Republika interviewt und waren in einem Simulator. Wir haben eben sehr viel erlebt. Und jetzt wollten wir wieder zurück ins Frag Finn Büro fahren. Tschüss.